Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Box jetzt überhaupt noch abdrehe oder nicht. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich drehe sie jetzt trotzdem ab. Es geht um diese Glossy Box aus dem Monat Januar. Die ist bei mir erst Anfang Februar angekommen. Deswegen hatte ich überlegt, ob ich sie abdrehen soll oder nicht. Ich drehe sie jetzt trotzdem noch ab. Ich habe auch noch eine zweite Box, die ich euch gerne zeigen möchte, und zwar die DM Lieblinge Box. Die habe ich mir auch bestellt. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video. Diesen Monat haben wir das Thema Namaste bei der Glossy Box. So sieht das Heftchen aus. Ich denke, ihr werdet es wahrscheinlich schon in ein paar anderen Videos gesehen haben. Dann haben wir hier als erstes drin, und zwar von Body and Soul, von der Müller Eigenmarke, ein Duschschaum. Und zwar der Ayurveda Spa Ceremony Duschschaum mit wertvollem Reisextrakt. Genau. Als nächstes haben wir hier drin von Nivea eine 1 Minuten Urban Detox Maske. Die sieht so aus. Also auf die bin ich schon sehr gespannt, weil die habe ich mir jetzt schon ein paar Mal im Geschäft angeschaut. Freue mich auf jeden Fall aufs Ausprobieren. Dann haben wir hier drin von Nail Medic ein Nail und Cuticle Energizer. Der sieht so aus. Das ist im Endeffekt ein Öl, welches man sich einfach auf den Nagel aufgibt und auf die Nagelhaut, das einfach nur mal pflegen soll. Das muss man einmal schütteln, dann vermischen sich die beiden Phasen. Ich habe es auch schon ausprobiert, finde es an sich ganz gut. Es duftet richtig lecker nach Pfirsich. Was ich jetzt allerdings schade finde, wie man es vielleicht gerade gesehen hat, diese zwei Phasen gehen sehr schnell wieder auseinander. Das heißt, man muss immer wieder schütteln und bis man dann mal mit allen Nägeln fertig ist. Das finde ich nicht so toll. Dann haben wir hier drin von Lord & Barry ein Magic Brow Perfect Eye Pencil in der Farbe Brunette. Ich bin nicht brünett, deswegen werde ich den auch nicht ausprobieren und nicht swatchen. Was ich aber schon mal sagen kann, ich werde in nächster Zeit ein paar Verlosungen machen. Also bleibt auf jeden Fall gespannt, bleibt dran und vielleicht könnt ihr den dann gewinnen. Dann haben wir hier noch von Benefit eine Probegröße drin, und zwar der Pore Primer. Der sieht so aus. Kann man auf jeden Fall auch gebrauchen. Der ist ganz gut, wenn man wirklich mal alles abdecken möchte, dann funktioniert dieser hier eigentlich schon sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier noch eine Maske drin, und zwar von Merz Spezial, eine Detox-Maske, Meeresalge und Leinöl. Diese neu in der Drogerie, da habe ich auch schon eine gekauft. Genau, und das sind hier einfach zwei so Anwendungen, bisschen anders verpackt. Schaut auf jeden Fall sehr interessant aus und hört sich auch interessant an und werde ich gerne ausprobieren. Dann ist die Box auch schon leer. Und ich kann euch noch die Preise von den Produkten sagen. Und zwar haben wir hier einmal dieses Nagelöl. Das ist ein Originalprodukt und würde kosten 6,80 Euro. Dann der Pore Freshener. Das ist die Probegröße mit 7,5 ml für 13 Euro. Dann haben wir hier die Maske, die kostet 4,99 € in der Drogerie. Dann haben wir hier dieses, den Duschschaum, das ist auch ein Originalprodukt, 2,99 € bei Müller. Ups. Und der Augenbrauenstift soll kosten 18 Euro. Genau, das waren dann auch schon alle Produkte. Wenn ich mir die Produkte jetzt hier in dem Heft so anschaue, wäre jetzt nichts dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, will ich unbedingt haben. Was ich gerne nochmal gehabt hätte, wäre von Sanssouci, von dieser Marke hier.
Da hatte ich schon eine Maske in einer der letzten Boxen und die war richtig, richtig gut. Die seht ihr auch in meinem nächsten Aufgebraucht-Video. Und ja, ansonsten waren jetzt keine besonderen Produkte drin. An sich zum Thema Namaste, Beauty, Wellness, Maske, ja, kann man so machen. Hat mich aber jetzt nicht vom Hocker gerissen, diese Box. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Und ich hoffe, die nächste Box kommt früher. Sie ist angekündigt für nächste Woche. Also könnte ich nächste Woche vielleicht schon das Video abdrehen. Dann kommen wir auch gleich schon zur nächsten Box. Und das ist diese DM Lieblinge Hashtag Valentinstagsedition Box. Da gehen die Meinungen ja weit auseinander von finde ich gut, finde ich überhaupt nicht gut. Ich habe auch schon reingeguckt und ich finde es an sich nicht schlecht. Klar, man hätte ein paar Dinge vielleicht anders machen können, aber im Endeffekt ist es eine Überraschungsbox und ich finde es an sich eigentlich gut. Ja. Genau, also die hat hier diesen Schuber drüber und Und dann kommt man hier zu dieser Box. Das sind zwei so Kästchen, die man rausschieben kann. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal bei dem Dinner rein. Da haben wir einmal drin diese Schokokeks, Coco Biscuits, vegan. Die hatte ich schon mal und die sind richtig, richtig lecker. Also ganz, ganz tolle Kekse. Also wenn ihr die mal probieren wollt, kann ich euch echt empfehlen, sind sehr, sehr lecker. Dann haben wir hier drin von DM Bio eine Thai Curry Soße. Die Soßen von DM Bio sind auch immer sehr, sehr lecker und die Thai Curry Soße hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Auch dieses Produkt ist vegan. Genau, also werden wir auf jeden Fall essen. Und dann haben wir auch noch dazu einen Reis, und zwar diesen Glam Wedding Pink Reis, der rosa Reis der Liebenden nennt sich der. Sieht so aus. Ich würde allerdings diese beiden hier nicht in Kombination machen, weil ich finde, dadurch, dass es ja ein rosaner Reis ist, eignet sich da so eine leckere Gemüsepfanne, wo jetzt keine direkte Soße dabei ist, meiner Meinung nach besser, als wenn ich das mit dem hier mische, weil dann ist dieser Effekt von diesem pinken Reis einfach weg, aber so mit normalen Reis und hier was Leckeres draus zaubern, werde ich auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu der Romantik-Ecke und hier scheiden sich ja wirklich die Geister. Wir haben hier einmal drin von EOS einen Lipbalm und zwar Wild Berry. Der sieht so aus, das ist diese limitierte Edition bei Uncut. Ich glaube, die war für die Glow oder ist jetzt für die Glow. Genau. Dann haben wir hier drin ein Badesalz und zwar von Tee bei TT Sept, eine Portion Liebe, das hatte ich auch schon mal. Das ist echt ein toller Duft mit Champagnerbeere und Johannisbeere. Sehr, sehr lecker. Ja. Dann haben wir hier drin ein Dresdner Essenz, lieb deine Haut wie dich selbst, Massageöl mit blaue Iris und Bio-Shea-Butter. Das sieht so aus. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass es hier oben so eine Kugel hat. Das heißt, man muss sich nicht immer was auf die Hand träufeln, sondern kugelt es einfach so auf die Haut und kann es dann einmassieren. Und dann haben wir hier drin eine Kerze, und zwar von Airwick, die Duftzierkerze Sommervergnügen, weiße Blüten, Melone und Vanille. Und die duftet unheimlich gut. Ganz, ganz, ganz toller Duft und ich bin sehr froh, dass die hier drin ist, weil die riecht richtig, richtig gut und die wollte ich schon länger mal ausprobieren. Hab's aber bis jetzt noch nicht getan. Ja, und dann kommen wir zu vier Produkten, die vielleicht nicht ganz so jugendfrei sind. Wir haben hier einmal drin von Amorelie ein Kleidmittel.
dann von Durex so einen Pleasure Ring. Keine Ahnung, was der kann. Ups. Dann von Durex ein Gel. Und Kondome von Billy Boy. Ja. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weswegen viele diese Box nicht mögen, weil sie mit den Produkten an sich nichts anfangen können. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sie hier drin sind. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ob wir jetzt alles verwenden oder nicht, wissen wir noch nicht. Aber so an sich, ja, kann man machen, muss man natürlich nicht. Ich finde 4 Produkte aus dieser Richtung auch etwas viel. Man hätte vielleicht noch ein bisschen was anderes machen können an dieser Box. Aber so im Großen und Ganzen finde ich die Box eigentlich ganz gut. Ja, und ich würde sagen, das war es jetzt dann auch mit dem Unboxing an dieser Stelle. Und ich werde gleich noch ein Video zur aktuellen Lookfantastic Box abdrehen. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!